Der 19. Januar. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Ja, die letzte Woche waren wir sehr häufig bei 15.8, 15.9, 16.000. Diese Woche sind wir im Untergeschoss. Wir sind also etwas tiefer. 15.700 ist die nächste Big Number nach oben hin, 15.600 nach unten. Wir haben ein Gap, eine Kurslücke. Und ich wurde gestern gefragt, ist das eine Garantie, Carlos, die du mir unterschreiben kannst, dass das Gap geschlossen wird? Die Gaps werden irgendwann geschlossen, aber wann, kann ich euch überhaupt nicht sagen. Ich habe die Glaskugel leider Gottes nicht drauf, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es zügig geschlossen wird. Aber wir nehmen jetzt erstmal die 15.7, die Big Number oben hin, als sogenannte erste Big Number. Wir sehen, der Kurs ist heute Morgen da gestartet, runtergelaufen und zur ersten Unterstützungszone bei 15.639. Wo sind die Zielmarken heute? Das klar definiert ist heute der Daily Pivot hier oben. Also wir machen mehr Strecke. Ja, die erste Phase, wo der Markt vielleicht eine Pause einlegt, ist bei der 50er-Zone. So, das wäre denn hier. Das sind die beiden Zonen, wo wir spekulieren könnten. 1, 2, wo der Kurs hinlaufen könnte. Nach unten heraus sind wir unter der 50er-Marke schon. Das heißt, hier haben wir diese Zone da. Big Number klar, wenn es nach unten geht. Und die Supportlinie, die jetzt hier auch schon erscheint. Das sind die Zonen, wenn er nach oben geht, in die Big Number hier oben hin. Wenn es nach unten geht, in die 15.500, also noch eine Etage tiefer, dann wissen wir, dann haben wir hier irgendwo bei 50, ist da die Zone, die wir ransetzen und die andere wäre bei 48 hier. Schauen wir mal, wie es dann passiert. Wir haben jetzt erstmal eine Big Number oben platziert. Mit geringem Risiko. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was passiert, beziehungsweise was ist gestern in der Vergangenheit passiert mit den Blue Boxen. Und hier nochmal zur Erinnerung für alle, die heute das erste Mal wieder dabei sind. Blue Boxen im Live-Trading-Raum von mir auf dem Minutenchart. Boxen, die kleiner sind als 30 zur Primetime. Also nicht zur Abendstunde wie hier, sondern zur Primetime ist einmal nachmittags. Ja, das heißt, wir haben hier eine 28er und hier sogar eine 14er gehabt, die direkt unten ausgebrochen ist. Hier hatten wir eine 22er, auch die kann man traden. Und jetzt schauen wir mal, wie die gelaufen ist. So. Ob es den einen oder anderen da erwischt hat. Also, 1, 2, oh. So, wie viele Punkte brauchen wir? Ja, da sind wir raus. Also am zweiten oder dritten, also wenn es mal Luft wird hier, wenn es mal dünn läuft, sieht man trotzdem hier sauber raus. Dann gab es gestern hier keine Boxen auf dem Minutenchart. Wie sieht es aus bei den Vola-Boxen? Die Vola-Boxen aktuell, wo kommen sie rein? Die kommen rein bei 15.740. 740. Das heißt, weit oberhalb der Big Number. Okay, gehen wir schnell und machen einen Überblick auf die aktuellen Märkte. Und wir fangen oben an bei DAX 40. So, DAX 40. Wir sehen es hier im Daily. So, und wir gehen auf die Zickzack-Linie. Und Lukas hat ja die Woche immer wieder mitgeschaut. So, wir sind auf Daily unter dem gleitenden Durchschnitt. Das heißt, wir sind auf Tagesbasis Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Das bedeutet hier, Lukas, sind wir Long oder Short eher eingestellt heute? Im Großen und Ganzen Short. Es gibt natürlich die sogenannte Erholung, dass man erstmal wieder zurückläuft. Das ist normal, Ebbe und Flut, wie hier am Hamburger Hafen. Aber tendenziell sind wir Short. Auf Wochenbasis sehen wir aber Weekly, wo läuft dieser gleitende Durchschnitt hin. Und das ist ein gleitender Durchschnitt, der sich verfärbt.
Wir sehen es hier blau, rot und dann gelb. Und der ist geglättet nochmal, ist also kein ganz normaler gleitender Durchschnitt. Und die Linie läuft bei 15.102. Die aufmerksamen Zuhörer hier im Club auch wissen, 14.8 ist ja von allen Tradern, die sich mit Analyse, die irgendwelche Signale liefern. 14.8 ist für viele Leute so das Make or Break. Entweder bricht das Ding da unten durch, dann geht es weiter und wir nehmen nochmal die Fibonaccis, um uns das in Erinnerung zu rufen. Wenn man auf Wochenbasis dieses Tief, ja, das absolute Tief von Corona hier von 8.200, ja, im Jahre nicht 1800, sondern im Jahr 2020, ja, April 2020, März 2020, 8.100, dann hat der Markt hier diese Strecke gemacht bis nach oben hin. Sage und schreibe, ja, ihr seht's, von 8.000, fast 8.000 Punkte zugelegt. So, von dem Tief nach oben. Und wenn wir dann die Erholung nehmen, dann wäre das bei 14.400. Und das würde bedeuten, das ist die minimale Erholung von diesem Move. Und dann wäre die Welt noch in Ordnung. Bei der Bild-Zeitung würde es dann schreiben, alles verkaufen, Aktien großer Mist. Hier würden wir aber sehen, dass das eigentlich nur eine normale Erholung ist im Aufwärtstrend. Erst beim 61er Retracement. So, da würde dann würden wir Toilettenpapier kaufen, Weltuntergang. Nein, bei 11.299 wäre dann laut dieser Rubrik hier ein Trendwechsel auf Wochenbasis. Also da muss noch schnell was laufen. Aber wir sehen es, der DAX steigt wie eine Treppe oder die Märkte. Also Treppe heißt seitwärts steigt, seitwärts steigt, seitwärts steigt. Und wenn es runter geht, das sehen wir hier, ist es wie der Fahrstuhl. Dort innerhalb von 3 Wochen ist hier ein Kursrückgang gewesen von über fast 5.500 Punkte. Das kann also relativ zügig gehen. Das nun mal hier zur Wiederholung. Also 14.398, ja, und 14.8 auf Daily Basis. Ja, das sehen wir jetzt hier, wenn wir das jetzt mal auf Daily Basis nehmen. Ja, die 14.8, wo haben wir die? Das ist das Level hier. Da achten viele, ob der Markt dort hält. Er hat bis dato gehalten. Ja, okay. Das jetzt mal ein bisschen ausführlicher heute in der Rubrik Esoterik im Trading. Ja, also Gold. Lukas, ist der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt oder unter dem gleitenden Durchschnitt? Sehr gut. Wir sind also da long. 4 Stunden sind wir auch long. Stunde sind wir short. 30 Short, 15 Short und 5 sind wir Long. Also da so ein bisschen unentschieden. Übrigens, St. Pauli hat gestern gewonnen und HSV. Hamburg ist wieder back im Fußball. Ich habe es auch gestern gesehen. Also Öl. So, J.R. Ewing, was macht Dallas? So, wir hatten ja gestern gesprochen, nachdem wir den Breakout hier hatten gestern, tendenziell, wenn man die Fibonacci-Zone mal nimmt, haben wir Luft von dieser Bewegung bis 91, ja, bis er Luft runterlässt. Also da denke ich mir, ist auf jeden Fall noch Luft da. Wenn wir jetzt mal Weekly nehmen, Wochenbasis, wohin soll, wenn wir das Tief hier auch nehmen, von Corona-Tief im Öl, bis nach oben hin jetzt. Und dann haben wir hier 67. Bei 67, das war, wir hatten das Tief im Dezember. Da lag das Tief im Öl über 66, also bis 67. Da sollte das Minimum die Korrektur andauern. 38 wäre der Klassiker, da wären wir bei 56. Also gucken wir mal, bis wohin der Markt hier korrigiert. Und wir sehen es in der Vergangenheit, wenn man diese Tiefs nimmt und Hochs einmal hier und dort einmal hoch, dann sehen wir 23er Retracement. Wir sehen es hier bei der ersten starken Corona-Welle einmal hoch, dann wieder zurück. Da kommt er hin und ich muss hier zusehen, dass ich diesen Move nicht verpasse und dann rausgehe aus dem JR-Jugend-Trade mit meiner Ölposition. Also, Daily Long. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long,
15 Short und 5 Minuten auch Short. Ja, also da ist noch klar, der Markt ist long. Technologiebörse sieht das anders aus, haben wir eben schon gesehen. Also auf Weekly Basis. Wir haben das gestern sogar hier eingezeichnet. So, also wir haben Technologiebörse, sind wir auf Tagesbasis Short. Auf 4 Stunden sind wir auch Short. Und hier gehen jetzt noch mal rein in die Zickzacklinie. Ups. So, 4 Stunden klar, Lukas Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Hier ist ganz klar die Tendenz weiter Richtung Süden. Gehen wir in Richtung S&P 500. Daily Short, wir sind hier unten raus. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Und der letzte Index, den wir uns anschauen, ist der Dow Jones. Daily Short. Auf Weekly sehen wir, sind wir noch long, aber Daily sind wir Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30, 15 und 5. Das heißt, alle Indizes aktuell Richtung Süden, aber kurzweilige Erholung ist hier durchaus möglich. Das heißt, hier nicht all in Short. Was macht Bitcoin? Daily Short, 4 Stunden Short. Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Ethereum 3000 wieder. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. So, die Vorbereitungen laufen. Wir warten jetzt bis 9 Uhr, in 13 Minuten, wie der Markt reinkommt. Wir haben ein Gap hier oben bei 15, bei circa 15.786. Gucken wir mal, ob der Markt jetzt hier nochmal diesen Power hat. Dafür, um das Gap heute zu schließen, brauchen wir wirklich sehr viele Optimisten am Markt. Denn die Kompassnadel zeigt eher nach Süden heute. Durchaus denkbar, dass wir hier nochmal eine Etage tiefer gehen. Wie viele Punkte haben wir heute schon? 77 Punkte. Die durchschnittliche Punktezahl, Lukas, ist 120 Punkte am Tag. Das ist die durchschnittliche Bewegung. Schauen wir mal gestern. Was haben wir an Bewegung gestern gehabt? Was tippst du, Lukas? Wie viel haben wir gestern gehabt? Was schätzt du? Ja, du rechnest schon hier mit deinem Auge, ne? Wir hatten gestern, meine Damen und Herren, 235 Punkte. 235 Punkte gestern und Tendenz auch hier Richtung Süden. Und wir haben hier für alle Gap-Closer auch noch ein Gap, was offen ist. Das sind die Löcher, Schweizer Käselöcher, die, wenn der Markt wieder dreht, wir als sogenannte Zielmarke nehmen. Bis dahin könnte der Markt laufen und so weiter und so fort. So, also heute bisschen intensiver. Ich hole mir jetzt noch mal einen Kaffee zur Vorbereitung und melde mich gleich. 17:39. Falls dieser Markt auf der linken Seite dort hochgeht, meine Damen und Herren, gehen wir mit etwas größerem Risiko für die erste Position ein. 10, das heißt 0,05. Wir haben Big Number auf der rechten Seite und der Matchplan ist soweit klar. Rechte Seite, Big Number, Volabox und der Konter für MTX könnte auch noch reinkommen. Ja, blaue Sonne, brauchen wir eine blaue Kerze. Ja, jetzt schauen wir mal, wie viel Optimismus wir dort haben. Ich gehe jetzt hier mal auf den Minutenchart. Also nichts verpasst. Sollten wir schleunigst hier unter neue Tiefs machen, also auf der rechten Seite, meine Damen und Herren, neue Tiefs, wechseln wir die Big Number von 15.707, ja, und dann gehen wir runter auf die 15.6. Ja, letzte Woche noch bei 16.000, diese Woche bei 15.6, also sehr volatil. Das passt für uns perfekt. Je volatiler, desto besser.
Volabox links. Und offiziell sind wir immer noch in unserem Eröffnungstrade. So 9.36 Uhr. Rechte Bildrand ist der Eröffnungstrade für unser Videotagebuch. Wir sind jetzt in der Zone 40. So, und für unser Videotagebuch schließe ich jetzt das. Erlöse die YouTuber jetzt nicht von ihrem Leid, sondern wir sehen es. Auf der rechten Seite sind wir noch dabei. Das war der Eröffnungstrade on the road to 1100. Ja, den wir erfolgreich in den Gewinn gebracht haben. Wir waren jetzt dabei, dass wir zwei Trades gemacht haben. Einmal Volabox links in den Gewinn und jetzt diesen Trade in den Gewinn. Wir hören uns morgen wieder. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. Bis dahin, gute Trades, bleibt gesund.